Die Summen oder Unsummen, die heute im Spiel sind, das ist schon nicht nur nicht mehr normal, sondern das ist, ja, wie soll man sich da vorsichtig ausdrücken? Es ist also, es ist unverständlich. Und ich wundere mich, dass die Fans und die Leute immer noch ins Stadion gehen, die Spiele sind ausverkauft, obwohl sie wissen, was zum Teil die Spieler bekommen an Gehalt und was sie dafür zum Teil eben leisten oder auch nicht leisten. Mein erster Gedanke war, die Pause könnte man sinnvoller nutzen, indem man vielleicht 8- oder 10-Jährige spielen lässt, quer auf dem Platz in der Halbzeit, Talente oder auch weniger talentiert, die zeigen, wo der Fußball herkommt, als da Veranstaltungen zu machen und ich sag mal, den Künstlern in Anführung noch Gelegenheit zu geben, dort aufzutreten und Werbung für sich zu machen. Wir müssen aufpassen, dass der Sport erhalten bleibt, der Fußballsport, und dass es nicht nur noch Event ist.